Und damit willkommen zurück, liebe Leute, zu Super Mario Odyssey. Und ich stehe drauf. Jawohl, hat funktioniert. Was für ein geiler Anfang, oder? Ist doch der Hammer. Zwei Freunden, okay. Gut, also einen müssen wir hier noch finden. So, jetzt gucken wir erstmal, was haben wir noch auf der Karte. Wir haben den großen. Das heißt, dann gehen wir nach da oben. Jetzt heißt es, den Stern zu catchen. Catch it like Beckham. So. Oh, war ja, das wird ja lustig. Nee, da gehe ich nach ganz oben. So. Oh, oh, oh. Wow. So, wir gehen nach ganz oben. So, hier drehen wir. Jawohl. Hängerparty zwischen den Gebäuden. Badum. Oh yeah. Da habe ich ihn. So, das heißt, den haben wir auch. Das heißt, bleibt nur noch der. Koopa Free Running. Hypnotized. Wie auch immer. Nein. Genau, mit dir möchte ich reden. Ja, sprinten, ja, ich bin dabei. Schön und gut, gut einsteigen. Die Lichtsäule, wo ist die Ziellinie? Was zur Hölle? Oh nein. So. So und hoch. Und hier hoch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Hä? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Nein! Oh, ernsthaft? Wow. Das war grottenschlecht. Also ich habe einen Weg gefunden, wie ich schnell hinkomme, aber ich muss natürlich auch den Sprung richtig machen. Probieren wir es nochmal. Ich muss da hoch. Ganz rechts. Oh, komm. Gibt's da ein Motorrad? Nein, nein, natürlich nicht. So. Jawoll. 29,2 Sekunden. Badum. Neuer Rekord. Oh yeah. Ah. Ja, übelste Geschwindigkeit, Junge. Das war Truppli-Style. Und ein neuer Herausforderer. So, mal gucken, ob wir den jetzt nochmal schlagen. Expertenrennen. Ich glaube, schneller geht gar nicht. Woo!
So. Hoch, komm. So. Komm. Okay. Fertig. 26 Sekunden. Wow. Ich frag mich, wann der nächste kommt. Ich warte mal ganz kurz. Da kommt er. Er geht den normalen Weg. Okay. Respekt, Junge. Respekt. Ja. Aber ich möchte wissen, genau 26 Sekunden, wo bin ich jetzt? Irgendwie interessiert mich das. Ob noch andere auf die Idee kamen. Schauen wir mal ganz kurz, wo bin ich in der Highscore? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Halt. Auf Platz 12. Halt. Oh. 22 Sekunden. Okay. Wow. Ach, 35. Überboten, Junge. Überboten. So, aber damit habe ich jetzt alle, ne? Erstmal die hier sind. Gut, aber ich müsste nochmal die Fotos durchgucken. Das wäre jetzt, glaube ich, so eine interessante Sache. Mach ich auch nochmal. Ah, Mutz, nein. So, wir haben ja Fotos. Hier haben wir eine Säule. Keep haben wir. Das heißt, das kann ich löschen. Löschen habe ich auch. Habe ich auch. Ach, kann auch wegkommen. Habe ich auch. Und habe ich auch. Habe ich auch. Den habe ich noch nicht. Nein. Und den kann auch gelöscht werden, ne? Genau, aber jetzt suche ich gerade noch das mit der Ampel. Hier haben wir drei Säulen, da haben wir das. Den haben wir auch. Und den haben wir auch. Das kann auch wegkommen. Wunderbar. So, jetzt haben wir also hier. Wo ist das denn? Okay, Kompass, Regenschirme. Ist auch klar. Das ist mir noch nicht klar. Okay, das ist ein anderes Spiel. Hm. Okay, also hier haben wir noch gar keinen. Das heißt, also hier haben wir noch gar kein Bild erhalten. Ich stelle das Finden von... Ja, tut es ja. Kaufen. What? Okay. Wir haben 75 von 81 Monden. Das ist schon mal eine gute Summe. Und das ist der Mond Nummer 62. Aber von denen haben wir alle, ne? Jawohl. Das heißt, ich kaufe jetzt mal ein paar Hinweise. Was? Ach, stimmt. Die Aufgabe für Rosalie... Rosalina, sag ich schon, für Pauline. Für Bürgermeisterin Pauline die Aufgabe. Was ist da hinten? Okay. Ja, und jetzt ist mal alles hier rauskommen. Da ist auch noch was. Und? Ja, natürlich. Okay, das lassen wir jetzt erstmal. Das lassen wir mal auf uns wirken. Das heißt also hier. Hier irgendwo. Ah. Ja, gut, ich hab ihn. Oh, okay, du hast mich durchschaut. Versprichst du mich nicht zu verraten, wenn ich dir das hier gebe? Gut, Versteckspiel in der Metropole. Okay, also der war der... Der liebe, nette, sich bewegende. Da oben? Ernsthaft?
Okay. Rennen wir jetzt einfach erstmal hier hoch. So. Okay, also dann ist jetzt wahrscheinlich hier einer. Hä? Wieso bewegt sich denn der Mond? Ist das nochmal so eine Taube? Autsch, bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Jetzt ist das da unten. Siehst das? Dann heißt es, die kommt hier nochmal lang. Ist sie da? Da ist sie. Oh, wo ist sie denn? Komm. Soll ich denn da rankommen? Wo ist sie hin? Ach, die macht sogar extra eine extra Runde. Na geile Taube. Ja, du bist ja mir eine geile. So. Nein. Oh, komm. So, komm. Du musst da lang. Wo bist du? Lass dich an mir vorbei. Blöde Taube. Gut, machen wir erstmal Pauline. Mann! Ich hab auf dich gewartet, Marie. Wir haben einiges über die Heldentaten im Mondland zu reden. Hast du kurz Zeit? Ja, habe ich. Rätsel, genau. Dann mal los. Wie mache ich mich in der Rolle der Bürgermeisterin in dieser Stadt? Fantastisch! Oh, vielen lieben Dank. Glaub mir, ich arbeite hart an mir, damit ich die beste Bürgermeisterin für diese City sein kann. Dann mal los, Frage. Was ist das Liebste, was ich besitze? Ein Regenschirm. Aber du hattest doch mal einen Regenschirm. Meinst du, ich meine, ich habe einen Regenschirm, aber der ist nun wirklich nicht das Wichtigste für mich. Also, sie hatte doch damals in dem Spiel immer einen Regenschirm dabei. Reparieren. Reparieren findet sie nicht gut. Das haben wir ja mitgemerkt. Nächste Frage. Das Küstenland. Oh nein. Bin ich gerade erst dort gewesen. Ah, verdammt. Wieder gefällt. Blattsalat, Blumeintopf, gegrillte Pilze. Und Blattsalat. Alter, die isst Pilze. Die armen Toads. Spazieren gehen, Blumen binden, RC-Autos. So, jetzt dachte ich mal RC-Autos, aber egal. Dann Blumen binden. Was unternehme ich an meinen freien Tagen? Singen üben. Richtig. Ich bereite mich immer gut vor, damit ich fit für das nächste Festival bin. Frage Nummer 2. Welches der folgenden Tiere hat mit meiner Vergangenheit zu tun? Gorilla. Richtig. Ich wurde einst von einem Gorilla entführt. Ich war völlig traumatisiert, aber jetzt ist es eher eine blasse Erinnerung. Dann kann es ja losgehen. Welche Art von Musik mag ich am liebsten? Jazzmusik. Richtig, ich mag Musik am liebsten, die alles zusammenbringt und die zum Tanzen animiert. Das ist das Allergrößte für mich. Kuchen? Blumen? Tatsächlich handelt es sich hier etwas um noch Süßeres als Blumen. Und es riecht noch weitaus besser. Nein! Sie mag Kuchen.
Verdammt. Spazieren gehen. Okay. Jazzmusik. Haha. Das Wolkenland. Ja. Ich möchte so gerne einmal die endlosen Wolkenfelder sehen. Okay. Den Hut. Okay. Genau, dieser Hut ist mein Lieblingsstück. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Es ist schön, sich mal wieder mit alten Freunden auszutauschen. Ich bin wohl etwas sentimental. Heute ist mein Geburtstag, weißt du? Egal wie alt ich bin, beim Gedanken an Geschenke bin ich immer noch so aufgeregt wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind. Ja, aber... Aber ich soll doch... Hä? Hä? Aber... wollt ihr mich jetzt verarschen? Aber ich soll doch sie da... Warte mal, wollen wir denn den Hut? Wollen wir denn den Hut kommen? Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mit ihr zu lauern. Es ist schön, sich mal wieder mit alten Freunden auszutauschen. Ich bin mir etwas sentimental, heute ist mein Geburtstag. Egal wie alt ich bin beim Gedanken an Geschenke. Hast du in der Hand... Oh, ein Hut. Ist das ein Geschenk für jemanden? Hm, das hat ihr wohl nicht so gefallen. Aber ich dachte, ihr Lieblingssachen sind Hüte, also... Hä? Jetzt schnalle ich gar nichts mehr. Ich habe vorhin noch gesagt, ein Regenschirm. Nein, ihre Lieblingssache ist ein Hut. Was hast du denn da? Oh, ein Regenschirm. Ist das ein Geschenk für jemanden? Oh, ernsthaft. Echt die Handtasche? Ernsthaft? Natürlich, weil die so schön... Mmh. Ja, Mario, schön wehtun. Ja, alte Zeiten austauschen und so weiter und so weiter, ja. Sie ist wunderschön. Ist das ein Geschenk für mich? Wie schön. Du wusstest genau, was ich mir wünsche. Seit jenem furchtbaren Tag habe ich keine Handtasche mehr besessen. Bitte nimm das hier als Dankeschön. Ja, gut, ja, sagt nichts, Frauen und Handtaschen. Ja, ich hab's ja verstanden, ja. Meine Güte, es tut mir leid, dass ich halt nicht zu sehr wie eine Frau gedacht habe. So, und da ist auch noch was. Und zwar genau hier. So. Dann hüpfen wir mal rein. Tschu, 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 tschu. Halt. Hier sind Powermonde, aber hier darf ich noch drehen, ne? So. Und... Gut, hier ist nix. Nein. Nein, hier ist auch nix. Okay. Also doch hier durch. Aber ich hab doch hier alles. Das versteht mal einer. Ich hab da den Mond, ich hab da den Mond. Hä? Warum?
weg mit dir. Hoch da. Hier unten sind nur die Münzen. Weg mit dir. So. Hopp. Na komm. Oh ja, komm. Nee. Aber hier ist doch nix. Wie kann denn dann hier nochmal Mond sein? Das ist ein ganz schlechter Scherz, oder? Wow. Ich verstehe gerade wirklich nicht, wo hier der Mond sein soll. Okay, gut. So. Weg da. So, halt. Und danke, rüber. So. Wow. Okay, machen wir nochmal diesen Powerplant dazwischen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. War wieder so ein tolles Rätsel. Was? Oh nein. So. Nee, so. Hier lang. Nein. Hier hoch. Nope. Halt. Na, jetzt muss ich hier schon wieder rätseln. Aber das müsste richtig sein. Jawoll. Oh, ich hab ihn. Wow. Reparatur des Stromkraftwerks. Der Ausgang ist hier drüben. Danke, den werde ich auch gleich erstmal zur Kenntnis nehmen und entsprechend schnell abhauen. So. Irgendwie kommt man doch hier auch hoch, oder? Ich weiß, dass man hier noch hochkam. So. Ich hatte doch an der einen Stelle, hatte ich doch mal hier so Schriftzüge gesehen. So ein bisschen wie Kunst aussahen. Wo war denn das? Ah, da. Genau. Hier war das. Okay, da komme ich so nicht hoch. Hab ich zur Kenntnis genommen. Da komme ich hoch, das heißt da. Und hoch da. Badum. Hat sie goldenes, lockiges Haar? Nein. New Donk City. In dem New Donk ist anscheinend ein Stern drin, aber ich müsste nur wissen, wo noch ein New Donk hier sein könnte. Ihr habt es wahrscheinlich sogar in die Kommentare geschrieben, ich habe es noch nicht gelesen.
Man kann ja auch nicht irgendwie sowas triggern, ne? Och, och, och. Jetzt müssen wir den blöden Vogel noch bekommen. Wo immer der sich wieder gerade befindet. Da ist er. Der fliegt da. Okay, machen wir es jetzt mal anders. Oh. Kommt den Auto lang? Ja, wunderbar. Wow. Nein, du blöder Vogel. Das gibt's nicht. Wie komme ich an den ran? Der ist mir zu hoch. Nein. Okay, gut. Wir müssen also hier warten und warten, bis der Vogel kommt. Na super. Tolle Wurst. Jetzt fliegt erstmal seine Runde. Na komm. Na, wo bleibst du denn, du kleines Vögelchen? Wo ist es denn? Ach, da unten erst. 3, 2, 1. Boah, wie langsam ist denn der Vogel? Gib mal ein bisschen Gas hier, Tweety. So, der müsste jetzt gleich hier hochkommen. Stell ich mich hier hin. Und müsste er jetzt in Augenblick hier hochkommen. Da kommt er. Und jawohl. Nein, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ernsthaft? Nein! Oh, es ist jetzt ein Witz. Ach nö. Wie soll ich denn das jetzt machen? So. Okay. Nein. Ach, Mann. Blöder Vogel, ey. Jetzt muss ich da rankommen. Toll. Ja. Mhm. Hoch da. Hoch da. Nein, wieder nicht. Das ist ein Witz. Ich komme jetzt nicht an diesen blöden Mond ran. Das ist echt der schlechteste Scherz, den ich je jetzt hatte. Ich war so nah dran. Und hab so derbe gefällt. Okay, hui, das war knapp. So, okay, jetzt nochmal. Hoch. 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 Okay, ich erwisch dich, du blöder Mond. Okay. Ja! Flatterhaft in der Stadt. 79 von 81. Einer ist da hinten. Den wollen wir jetzt auch noch herausfinden. Mario, nicht den Baum hoch. Du bist kein Affe. So, was haben wir da hinten?
Er hier. Ein ordentliches Lachanfall würde mir mal wieder gut tun. Jetzt ein lustiger Clown, das wär's. Ich meine, das ist nicht böse, aber du siehst leider so gar nicht aus wie ein Clown. Okay, gut. Ein Clown. Ein Clown. Ein blöder, blöder Clown. Mario muss sich jetzt wie ein Clown verkleiden. Und dann lacht er. Are you serious, Nintendo? Verkleid dich mal wie ein Clown. Ein Clown, 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 Clown. Wo ist er denn, der Clown da? Clown-Outfit. Uiuiui, Nintendo, ihr habt Ideen. Oh, Grisrse. Ich da keine Abkürzung? Doch. Wir haben eine Abkürzung. Dann nehmen wir die auch, komm. Was soll's. Problem ist, ich komme da jetzt nicht lang. Das heißt, ich muss jetzt hier eh außen lang. Ja, lasst den Clown vorbei. Lasst mich durch, ich bin Clown. Ha, ha, ha. Moment mal, du bist ein Clown, haha, ich schmeiß mich weg, haha, puh, das war echt nötig, nimm das als Dankeschön. Man muss ja sagen, Mario sieht ja schon albern in seinem Clown-Kostüm aus, ja? Aber dass er sich dann so über mich lustig macht, das finde ich echt schon eine bittere Enttäuschung, also mal bitte, 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 eine bittere Enttäuschung. So, ein Mond fehlt uns noch. Und den wird uns Toad jetzt bestimmt verraten. Hä? Ja, ja. Okay, komm. Wir senden Peach los. So. Das heißt, sie ist jetzt los, ne? Denn irgendwo hier ist noch einer versteckt. Ich habe nämlich immer noch nicht alle. Einer fehlt mir. Und keiner kann mir sagen, welcher das ist. Die Nummer 52. Den werde ich wahrscheinlich dann später erfahren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.